Hallo, schön, dass du da bist oder wieder da bist. Ja, im heutigen Video werde ich dir meinen nächsten Ganztageskurs vorstellen. Das ist ein Herztag für Frauen. Du bist wichtig. Also, das Du bist wichtig gehört noch in den Titel. Und ja, vielleicht spürst du da gerade so ein Kribbeln in deinem Körper oder vielleicht so im Sinn von, was, ich soll wichtig sein? Dann darfst du gerne genauer hinschauen. Ja, das ist ein Ganztagesworkshop für Frauen in Zürich am 25. Mai. Das ist ein Samstag von 10 bis 17 Uhr im Yoga Elevate Studio. Ich werde dir gerade so ein paar informative, technische Details mitgeben. Dann erzähle ich dir, was ist so mein Antrieb, meine Absicht, meine Vision. Was könnt ihr mitnehmen? Was könnt ihr erfahren? Und ja, dann bin ich auch offen, was da sonst noch reinkommen möchte. Es gibt sicher den einen oder anderen Tipp, falls du jetzt nicht dabei sein kannst. Also jetzt, bevor du dich gleich aus dem Video ausklingst, weil du denkst, ich kann eh nicht dabei sein, du kannst es trotzdem fertig schauen. Natürlich nur, wenn du möchtest. Aber das kann auch sein, dass es dir sonst eine Inspiration gibt oder dir einen virtuellen Leben Tritt in dein Hintern gibt, etwas an deinem Leben zu verändern, zum Beispiel. Ja, also warum möchte ich diesen Tag anbieten? Es ist ja für Frauen und es geht ums Thema Herz und es ist nicht nur so bei Frauen, aber halt doch sehr oft, dass die Frauen nur schauen, dass es den anderen gut geht und sich selber vergessen. Aber allumfassende Liebe oder dieses Wir-Bewusstsein, wenn du dich selbst nicht mit einbeziehst, dann hast du etwas Wichtiges nicht verstanden. Weil ja, es ist schön und gut, wenn du schaust, dass es anderen Menschen gut geht, aber vergesse dich selber nicht. Ja, weil wenn es dir selber nicht gut geht, kannst du auch anderen Menschen nicht in dem Maße Unterstützung anbieten, wie du das vielleicht gerne hättest. Oder es ist wichtig für dein Glück und deine Zufriedenheit und deine Gesundheit, dass du auch auf dich schaust. Und natürlich, wenn du jetzt Mama bist oder eben auch Mama und Job oder dann noch weiß nicht was oder wie auch immer sich dein Leben gestaltest, du als Frau, da gibt es so viele verschiedene Komponenten und du darfst dich selber mehr in den Mittelpunkt deines Lebens stellen. Und dann kommen natürlich vielleicht die Schuldgefühle. Denkst du, ja, ich darf doch nicht egoistisch sein oder ich darf das nicht, ich kann das nicht. Und da wären wir schon beim Thema Glaubenssätze, die uns oft daran hindern, etwas am Leben zu verändern. Und ja, es gibt Möglichkeiten, diese zu erkennen und aufzulösen, vielleicht in diesem Kurs. Oder es ist einfach so, dass dir Gewisses bewusst wird. Und dann geht es natürlich auch um die Änderung. Aber wie viele limitierende Glaubenssätze gibt es da, die uns und natürlich, ich spreche jetzt auch uns Frauen, daran hindern, irgendetwas zu tun, zu ändern und mehr auf sich selbst zu schauen? Und auch dazu gehört natürlich auch mal Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Und das ist natürlich vielleicht nicht von 0 auf 100 da. Du kannst dich herantasten und es ist ein Ausprobieren. Aber ja, was ist, wenn du dann 80, 90 Jahre alt bist und du schaust auf dein Leben zurück und würdest dich so fragen, ja, was würde ich anders machen? Und du denkst, oh, ich habe mich komplett vergessen. Und dann wäre es schade. Es geht nicht darum, dich zu verurteilen jetzt, was du in deinem Leben nicht richtig gemacht hast. Du hast alles, was du gemacht hast, zu deinem Besten gemacht. Du hast immer richtig gehandelt. Richtig heißt so, wie es für dich das Bestmögliche war oder wie es deinem Bewusstsein entsprochen hat. Aber du kannst dich dennoch ändern. Und die Akzeptanz des Jetzt und
Der Mut und die Tatkraft, etwas zu verändern, eben Glaubenssätze aufzulösen und dann aus diesem neuen Bewusstsein heraus auch Dinge im Leben wegzulassen, zu organisieren oder anders zu tun oder dann vielleicht, weil du deinem Herzen folgst, auch ja, vielleicht mal in den Urlaub zu gehen, alleine oder einen Kurs zu besuchen. Oder was es dann auch immer ist, es geht dann auch in die Umsetzung. Aber meistens geht es darum, mal weniger zu tun und in dem Sinn einfach mal Nein zu sagen und zu wissen, das ist nicht egoistisch oder jetzt nicht negativ egoistisch, oder? Für mich ist das Ego per se ist für mich noch nicht negativ. Es gibt dann natürlich gewisse Egos, die gehen in eine bestimmte Richtung, wo man sagen könnte, das ist jetzt nicht so bewusst, aber auch das könnte einfach nur deine Betrachtung sein. Aber in dem Sinn, in dem man ja auf sich schaut und natürlich auch je nachdem auch auf die anderen schaut, immer auch, aber wenn du immer zuerst auf die anderen schaust und dann irgendwann mal auf deiner Prioritätenliste bist du Punkt 100, dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann mal ein Burnout hast oder ja, einfach eine Krise oder deine Gesundheit dir einen Strich durch die Rechnung macht, weil dein Körper und deine Seele sagt, so, jetzt brauche ich Pause. Und das ist dann oftmals nicht so schön, weil du einfach zu lange deinen Körper, deine Seele ignoriert hast, deine Bedürfnisse ignoriert hast und dann kommt die Quittung. Und bitte nicht falsch verstehen, es geht hier nicht um Bestrafung, sondern es ist ein netter Hinweis von deiner Seele, von deinem Körper, vom Universum, von der geistigen Welt, je nachdem, wie die Situation dann ist, um mehr auf dich selber zu schauen. Ja, und es geht eigentlich um in diesem Kurs darum, dass du dich selber besser spürst, also auch deinen Körper oder vielleicht deine Intuition. Und Intuition kann natürlich die Bauchstimme sein, die Herzensstimme. Dieses Gefühl oder so eine innere Weisheit, das werden wir dann tiefer anschauen an diesem Tageskurs. Aber es geht einfach darum, dass du besser spürst, was jetzt auch wichtig ist für dich oder was sind da für Herzenswünsche, die du ignoriert hast und die du auch ausleben kannst oder bis zu einem gewissen Grad ausleben darfst oder mal den ersten Schritt tun darfst, weil gewisse Ziele sind da nicht, oder Wünsche sind nicht von heute auf morgen umgesetzt, aber es geht da mal darum, den ersten Schritt zu tun. Genau. Und es geht jetzt nicht darum an diesem Tag, dass du dir ein Konzept ausarbeitest, sondern dir bewusst wirst, wie wichtig du bist und dass du auch lernst, Nein zu sagen. Und ja, vielleicht hast du da schon eine Idee, auch in einer Meditation. Wir werden eine Meditation machen, wo du eine persönliche Botschaft erhältst und vielleicht erhältst du da eine Botschaft, eine Vision oder ein Zeichen oder ein Gegenstand und es gibt dir dann ein Hinweis, wo dein Herz es dich hinzieht oder deine Seele. Und das ist dann so ein netter Hinweis, das auch umzusetzen. Und ja, es gibt auch Austausch. Also der Austausch ist mir eben auch wichtig. Es geht mir nicht nur darum, dass ich jetzt euch Frauen einfach Informationen weitergebe oder euch sage, ja, jetzt müsst ihr euch so bewegen und jetzt meditieren und jetzt müsst ihr das tun und wenn ihr Problem A habt, müsst ihr diese sieben Sachen tun oder so, sondern es geht mir darum, auch Raum zu lassen, dass ihr selber ins Nachdenken und ins Fühlen kommt und vielleicht selber auch für euch Dinge rauslesen könnt oder ihr könnt euch austauschen. Ich werde natürlich die Gesprächsrunde führen und da kann es sein, dass ganz wunderbare Geschichten oder Ideen von den anderen Frauen auch dich inspirieren, weil du dann wahrnimmst, oh wow, ich habe dieses Thema doch selber und es war mir gar nicht bewusst und weil jetzt diese Frau ihre eigenen Bedürfnisse geäußert hat oder vielleicht ihre Hürden, wie sie jetzt diese Bedürfnisse oder ihre Wünsche ausleben kann. Ah, jetzt nehme ich das bei mir auch wahr.
Und Hürden ist nicht so, dass es dann heißt, das funktioniert eh nicht, also tue ich es gar nicht, sondern zu sehen, ja, was gibt es da, was ich noch beachten muss? Oder wie kann ich es machen, dass ich vielleicht diese Hürden gar nicht habe oder anders betrachte, wie auch immer, das schauen wir dann individuell an. Aber deshalb ist mir der Austausch auch so wichtig. Genau, und deshalb ist der Anlass auch auf 8 Teilnehmerinnen begrenzt. Also das ist für mich so eine gute Größe, wo es eben auch darum geht, dass man sich austauschen kann und jede einmal da in der Runde, je nach Thema, sich äußern kann ja, dass man auch vielleicht so eine tiefere Verbindung aufbauen kann in der Gruppe, als wenn da 20 Menschen wären. Genau. Ja, also in dem Sinn sollst du da aus diesem Kurs dann rausgehen und dich besser selber spüren, deine Bedürfnisse besser wahrnehmen und auch natürlich Tipps erhalten jetzt für die Zukunft. Was kannst du in Zukunft in deinem Alltag tun? Das gibt es dann natürlich schon auch, aber es ist dann nicht so, dass du das genauso machen musst, sondern es sind so Hinweise und wenn es dich anspricht, dann ist gut, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, wie du das in deinem Alltag dann umsetzt? Oder es sind einfach so Möglichkeiten. Und ach ja, es gibt noch die Rose, die wird auch einbezogen. Also du wirst eine echte Rose mitnehmen, eine einzelne, die dich dann anspricht. Also geh du in einen Blumenladen und kaufe dir eine einzelne Rose und die Farbe, respektive das Stück und die Form. Das soll dich ansprechen. Da kannst du auch schon deine Intuition trainieren oder einfach so, dass du wirklich schaust, welche Rose spricht dich an und da ist vielleicht gerade so eine Verbindung da. Wir werden dann auch am Workshop mit dieser Rose arbeiten und sie einbeziehen in die Meditation, uns mit der Kraft der Rose verbinden. Ja, weil ich möchte nicht allzu viel verraten, aber die Rose hat für mich gleichzeitig etwas Zartes, Feines sowie auch etwas Kraftvolles. Und es geht ja auch in diesem Workshop ums Erblühen oder um zu sehen, um deine Kraft, die in dir steckt wie ein Samen und sich entfalten möchte und zu dieser wunderbaren Blume wird, Rose wird, was auch du bist und all das steckt bereits in dir und möchte zum Vorschein kommen. Genau. Du darfst dann auch eine Karte ziehen aus dem Rosenorakel. Das ist ein Kartenset. Und du darfst dir da eine Frage stellen oder einfach sagen, ich möchte die Karte ziehen, die jetzt für mich wichtig ist. Und dann kriegst du auch noch eine Botschaft und darfst das natürlich dann abfotografieren. Ja, wir werden auch tanzen. Ja, und ich werde auch zum Thema Kommunikation etwas sagen. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Herzkommunikation und dazu gehört auch Grenzen setzen. Weil Herzkommunikation ist nicht einfach nur immer das Feine und Ja und Amen, sondern es geht ja auch um die Liebe. Und da heißt es, Selbstliebe gehört auch dazu. Und dazu gehört auch mal Nein sagen. Und wie kannst du das denn jetzt tun, ohne dass du vielleicht aus deiner emotionalen Verletzung heraus das tust oder aus deinem Ego heraus. Also wie kann man jetzt dennoch klar und für sich selbstbestimmt, aber aus dem Herzen heraus kommunizieren, um zum Beispiel Grenzen zu setzen, um seine Bedürfnisse zu äußern gegenüber dem Partner, den Kindern zum Beispiel oder auch an der Arbeit oder auch gegenüber den Nachbarn oder der Familie, Verwandtschaft, was es auch immer ist. Also das Thema Kommunikation nimmt auch einen Stellenwert ein. Und ja, ich mag die Herzkommunikation. Und es geht ja heute in diesem Tag oder dann an diesem Tag auch um das Thema Herz. Und ja, eben wie kann man aus dem Herzen heraus kommunizieren? Und ja, in dem Sinn habe ich es genannt. Austausch wird auch da sein. Und so gut wie möglich kann ich dann auf jede einzelne Teilnehmerin eingehen.
Das werden wir schauen, wann das sein wird. Ich habe jetzt eh nicht zu der Reihenfolge da gesprochen, sondern gerade so, was der Tag ungefähr bringen kann. Aber ich kann auch eine persönliche Botschaft euch noch mitgeben, wenn es dann wichtig sein sollte. Oder vielleicht zusätzlich zu dem Zeichen, was ihr erhalten habt, oder zu der Botschaft. Einfach, das kann ich sehr gerne auch noch tun. So, ja, oder wer vielleicht selber keine Botschaft erhalten hat. Und natürlich bin ich auch Ansprechperson und die dürfen mir gerne Fragen stellen oder vielleicht, ja, habt ihr eine konkrete Situation und ihr kommt nicht weiter und dann bin ich natürlich gerne bereit, jetzt als Coach, Heilerin oder Botschafterin der neuen Zeit oder einfach als Mensch, was ich selber erfahren habe oder erkannt habe, euch Dinge oder Tipps zu geben oder wir können auch individuelle Situationen anschauen und auch das ist auf irgendeine Art und Weise bereichernd für alle Teilnehmenden. Und ja, lass dich auch überraschen. Also es kann sehr gut sein, dass da Dinge noch kommen werden an diesem Tag, die ich jetzt gar nicht genannt habe. Aber wir werden jetzt nicht plötzlich Beatboxen oder Kickboxen oder das Alphabet auf Französisch aufsagen. Also es wird sicher noch so im Rahmen sein von diesem Herztag für Frauen, so dass du dann eben mehr dich spürst, deine Intuition besser wahrnimmst und auch vielleicht mutiger wirst und dann deinen Weg auch gehst oder den ersten Schritt tust in eine neue Richtung. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Und einzelne Punkte, die können sehr wohl dann sich intuitiv gestalten oder auch je nachdem, wie viele Teilnehmerinnen oder Teilnehmer es sind. Kann auch sein, dass da noch etwas gemacht wird, wo die Menschen zu zweit, also arbeiten ist ein bisschen viel gesagt. Es geht nicht darum, irgendwie ein Kursthema jetzt auszuarbeiten, sondern es könnte vielleicht ein kurzer Austausch sein zu zweit oder dass man, dass jemand sich auf die Matte legt und die andere Frau, diese Frau vielleicht an den Schultern berührt und einfach so, dass man mal empfangen darf und mal geben darf oder vielleicht so was Kleines könnte auch kommen. Und natürlich, wer offen ist, gibt es auch herzliche Umarmungen. Ja, und wenn da Emotionen kommen, gibt es natürlich auch Platz dazu. Das ist da völlig okay. Ja, und in dem Sinne, es darf eben auch fließen. Also da sind wir so beim Yin und Yang und das wird sicher auch Platz haben. Auch wenn es um das Herz geht, was auch allem für sich sehr sanft ist, aber auch kraftvoll. Es geht auch immer um dieses Yin-Yang-Prinzip. Also hell, dunkel oder männlich, weiblich oder eben Tag und Nacht oder sanft und kraftvoll. Und wie man das auch integrieren kann in seinem Leben oder warum das so wichtig ist. Oder? Also, weil es ist auch schön und gut, wenn du auf dein Gefühl hörst, auf deine Intuition, aber wenn du dann nicht in die Umsetzung kommst, dann fehlt ein wichtiger Teil. Genau. Oder zum Beispiel ist es dann wichtig, wenn du zum Beispiel etwas umgesetzt hast. Kommt natürlich darauf an, was, dass du dann auch wieder loslassen kannst, vertrauen darfst, in die Geduld kommst. Also, das sind einfach so diese beiden Gegenpole, die sich im Leben ständig abwechseln und in Ausgleich kommen möchten. Jetzt nicht 50-50, aber dass du dir mehr über diese beiden Energiequalitäten und diesen Wandel bewusst wirst und auch verstehst, was Balance dann auch heißt, dass das nicht ein Punkt ist in der Mitte oder eine gerade Linie oder nicht etwas, was man anstreben sollte und dann gefunden hat und sich nicht mehr verändert, sondern auch, dass es ein Wandel ist. Darum geht es mir auch. Genau. Ja, also du siehst, ich habe jetzt so ein bisschen meinen Wunsch oder das, was dann daraus entsteht, so wie der Ablauf und Inhalt sehr eingebunden, etwas fließen, das gehört bei mir so dazu. Ich überlege mir gerade, ob ich noch vielleicht was vergessen habe. Ja, ich glaube, ich habe es gesagt zu Beginn. Also wenn es dich einfach zieht, dann komme gerne, weil es kann ja sein, dass du einfach diesen Ruf verspürst und dann kommt der Kopf und sagt,
Ja, was soll ich denn dort? Aber du wirst dann geführt von deiner Seele und wirst genau dort landen und vielleicht das eine oder andere Wichtige rausziehen, oder du gehst da aus dem Raum raus und sagst, hey, genau diesen virtuellen, liebevollen Tritt in den Hintern habe ich benötigt, um meinen nächsten Schritt zu tun, oder ich habe wertvolle andere Frauen kennengelernt, ich habe die Kraft der Verbindung gespürt, ich habe wieder mich selbst gefunden, ich weiß jetzt, wie wichtig das auch ist, ja, vielleicht mal Nein zu sagen oder auch in Verbindung zu kommen mit Frauen, vielleicht auch auf einer tieferen Ebene als beim Kaffeekränzchen. Auch das kann gut sein, aber vielleicht darfst du da auch mal noch tiefer gehen. Und da stehe ich dir natürlich danach auch sehr gerne zur Verfügung, falls du dich noch tiefer begleiten lassen möchtest zu diesem Thema Herz, Herzen hören, Herzensweg, Seelenweg. Und da ist natürlich so, dass du als Teilnehmerin einer meiner Events, ja, wenn du da bei mir etwas buchst innerhalb der nächsten 2 Monate nach dem Event, dann kriegst du eine Reduktion beim Preis, nämlich zahlst du 111 Franken für eine 60-minütige Session vor Ort in Zürich, jeweils dienstags oder natürlich auch online oder per Telefon. Also 111 anstatt 140 oder dann 144 für 90 Minuten anstatt 200 Franken. Genau. Also einfach, das ist so auch eine Anregung für Menschen, die dann oftmals so lange warten und denken, ja, ich möchte noch was ändern, aber sie tun es dann nicht. Und es kann eine schöne Anregung auch sein, das dann auch noch tiefer in die Umsetzung zu bringen und eben auch sich von mir dann die Unterstützung zu holen. Genau deshalb biete ich das auch so an mit einem kleinen Zückerchen, dass du vielleicht dann das noch schneller, tiefer umsetzt oder einfach dir noch mehr Unterstützung holst. Aber das ist dir natürlich dann selbst überlassen. Ja, und dann noch zum Preis von diesem Tag. Der ist ja von morgens um 10 Uhr bis abends um 17 Uhr und kostet 199 Franken. Und wenn du eine Freundin mitbringst, eine Kollegin oder einfach jemanden mitbringst, den du vielleicht ja, so gar nicht so groß kennst, aber ich nenne das Bring a Friend Preis, dann zahlt ihr beide 177 Franken. Dann ist das eine kleine Reduktion. Genau. Und da inklusive ist eben die ganze Teilnahme. Auch vegane Pralinen von mir werden dort sein. 2 Sorten. Ich nehme an, die Alles-Liebe-Praline-Sorte wird dort sein. Vegan und haushaltszuckerfrei. Und Tee gibt's und Wasser. Aber das Mittagessen, das ist dann nicht inklusive. Das darfst du dann eben selber mitbringen. Oder eben dann auch was holen gehen oder dich irgendwo in ein Café setzen oder in ein Restaurant in der Umgebung. Das ist auch möglich. Das steht dir dann völlig frei. Genau. Ja, Anmeldefrist bis zum 8. Mai. Das ist einfach mal gesetzt. Aber wenn ich dann bis dahin Anmeldungen habe, dann kannst du dich natürlich weiterhin auch nach dem 8. Mai anmelden. Aber ich habe das einfach mal so gesetzt, weil es mir natürlich hilft, aus organisatorischen Gründen auch mit der Raumbuchung. Genau. Also, ja, ich habe dir jetzt einiges erzählt und du hast vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen können, auch wenn es dir nicht geht an diesem Tag. Und vielleicht werde ich den Anlass noch einmal anbieten oder auch mehrere Male, so in dieser Form oder in ähnlicher Form. Und ja, vielleicht fühlst du dich auch sonst von mir angesprochen und möchtest Unterstützung jetzt unabhängig von diesem Tag, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du mich kontaktierst. Oder du kannst nicht teilnehmen, aber du findest das eine tolle Sache, dann darfst du natürlich auch den Link auf das Video gerne weiterleiten oder den Link auf die Ausschreibung. Ich werde, wie gesagt, den Link auf meine Website zum Event da unten hin tun.
Da kannst du nochmals lesen, so zusammenfassend, um was es geht, nochmals was, wie, wo. Und falls du natürlich noch eine Frage hast, dann stehe ich dir gerne zur Verfügung, kontaktiere mich. Aber du darfst dich auch einfach hingezogen fühlen und dich anmelden. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, dich dort zu sehen und dann zusammen mit anderen Frauen, ja, so einen schönen Tag zu erleben. Es kann was Großes passieren, aber es kann auch sein, dass dir einfach dieser Tag für dich und ja, in Verbindung mit anderen Frauen auch so wertvoll ist. Es muss gar nicht immer um das große Ziel gehen, sondern um den Weg, um die Erfahrung und einfach dir diesen Tag zu gönnen und mal etwas für dich zu tun. Genau. Und auch einfach empfangen zu lassen oder zu schauen, was möchte da an diesem Tag zu dir kommen oder was möchte aus dir herauskommen oder was entsteht da, vielleicht eine schöne Verbindung oder was auch immer. Genau. Musst du jetzt gar nicht alles wissen. Ja. Also, dann, ich habe jetzt gar nicht groß etwas über mich persönlich gesagt. Einfach, dass es mir am Herzen liegt, Menschen mehr in ihr Herz zu bringen, mehr in ihr Gefühl und auch in die Kraft aus dem Herz heraus, an diesen Herzensweg zu gehen, diesen Seelenweg. Und es geht auch ganz stark darum, seine eigenen Qualitäten und Talente zu leben. Und in seine wahre Größe zu kommen. Also, das hört da nie auf, aber das soll dir jetzt nicht Angst machen, aber da steckt sicher noch so viel drin in dir, was du dir gar noch nicht bewusst bist, was aber hervorkommen möchte. Und das kann ich sehr gut, die Talente und Begabungen oder ja, Bedürfnisse in anderen Menschen sehen und ihnen dann auch helfen, in die Umsetzung zu kommen. Genau, weil ich ja selber diesen Weg gehe. Und ja, ich lerne auch noch dazu oder ich entfalte mich ja auch noch mehr, aber ich gehe diesen Weg gehe diesen Weg mit Klarheit und Ausgleich von Yin und Yang und ich möchte einfach andere Frauen da mitnehmen, dass sie dann auch durch ihr eigenes Wirken und Sein ein Vorbild sind. Und nicht, weil sie das anstreben, sondern weil sie einfach leben, wie sie leben und authentisch sind und dann andere Menschen auch mehr in ihr Herz mitnehmen. Und ja, vielleicht triggert es auch mal, weil du spürst oder andere Menschen spüren, ah, dieser Mensch folgt seinem Herz und ich tue das nicht. Und das kann natürlich wehtun. Oder man denkt, der oder die ist egoistisch und schaut einfach, wohin sie zieht oder wohin sie zieht. Und das geht ja gar nicht. Aber dann wird es einfach heißen, dass du da genauer hinschaust und auch mehr auf dich hörst und auf deine Bedürfnisse und wohin dich ziehen möchte, genau. Ja, also, wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann kannst du natürlich auf meiner Webseite schauen. Ja, aber ich würde mich sehr freuen, dich dann zu sehen und wünsche dir einen wundervollen Tag und alles Liebe und Gute, so oder so. Geh deinen Weg und tue einfach mal diesen einen Schritt raus aus der Komfortzone. Du musst nicht schon wissen, ob du in 2 Jahren bist, aber tu einfach mal den Gang in dein Herz und da reinzufühlen und dann diesen ersten Schritt zu tun und dann den weiteren und den weiteren und den weiteren. Genau. Ja, also, mach's ganz gut und falls du den Kanal abonnieren möchtest, sehr, sehr gerne oder darfst es natürlich auch liken oder kommentieren oder wie ich gesagt habe, weiterleiten und ich freue mich, dich auf irgendeine Art und Weise wiederzusehen. Deine liebe Umarmung von mir zu dir, liebe Frau. Tschüss!